frech sein, dass du recht hast. Sie nennen uns gesorgt, sie nennen uns Fake. Kann Kunst oder muss Kunst den politischen Raum füllen, wenn Politik ihn selbst nicht mehr füllt und die Bürger nicht mehr erreicht? Ist diese Verantwortung da? Kunst kann nur Statements abgeben, also kann nicht Politik ersetzen. Also Politik muss schon sein, es muss ja organisiert sein. Aber diese Statements können so organisiert werden, so wie das eben halt auch in Island gemacht wurde. Es ist immerhin der Bürgermeister der Hauptstadt von Island, der vorher ein Komiker war, sich aufgestellt hat zur Wahl und jetzt Bürgermeister dieser Stadt ist. Und Martin Sonneborn von der Titanic hat ihn heute Morgen gefragt: Wir haben einen Komiker in Island, in der Hauptstadt, und wir haben einen Komiker als Bürgermeister in Berlin. Ist das ein Trend? Das müsste man rausfinden. Gut, kommen wir zu dem Punkt, der Sie alle vereint, so unterschiedlich Sie ja auch sind. Ja, ich finde es auch im Übrigen sehr spannend, dass ich mal mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen auf einer Bühne sitze. Wahrscheinlich würden Sie so auf der Straße jetzt gar nicht unbedingt miteinander ins Gespräch kommen. Sie alle vereint trotzdem in dem, was Sie tun oder in dem, was Sie vertreten, das verarschende, zum Teil auch das harte, böse Element, was mitschwingt. Diese Wortwahl, die wir treffen beim Hip-Hop, ist natürlich sehr radikal und es ist auch nicht vielleicht für jedermann geeignet und nicht jeder wird sich damit identifizieren können. Aber ich lege dafür Hand ins Feuer, dass auf jeden Fall die Jugendlichen definitiv eher diese Sprache verstehen, als die vielleicht irgendein Steinbrück von sich gibt. So. Natürlich sind da Wörter, die das verunglimpflichen und vielleicht für manch anderen, der vielleicht einen anderen Bildungsstand hat, vielleicht primitiv wirken lassen. So. Aber im Endeffekt ist es einfach die Sprache der Jugendlichen so. Und ich komme selber aus dieser Ecke und weiß einfach, wie Leute reden, die in meinem Alter sind oder vielleicht ein bisschen jünger teilweise. Und die hören mir eher zu, wenn ich so rede, als wenn ich gerade so gequält wie jetzt gerade rede. Ich zeige hier mal dieses vielleicht in die Kamera und auch dem Publikum. Wir haben dieses Motiv gewählt um zur Frauen-Fußball-WM und dachten, dass das richtige Thema ist. Zu Frauen in der Fußball-WM. Ja. Können Sie noch kurz erklären, warum? Naja, Sie haben es ja, also Adolf Hitler liegt sozusagen hier und aus seiner Hose schaut ein Ei raus und der Titel heißt Only One Ball und von daher ist der Zusammenhang zur Fußball-Frauen-WM doch gegeben. Das hatte ich gar nicht kapiert. Danke, dass Sie mich aufklären. Hier ist nochmal eine weitere Karikatur, die ist jetzt nicht besonders komisch, aber hat auch dieses sehr harte Element, oben die Freiheitsstatue, unten Abu Ghraib, das war im Jahr 2004. Und zu Axel, auf deinem Blog machst du ja auch schreibst du so Dinge wie: Sarkozy sieht im Fernsehen inzwischen aus, als ob er jede Nacht eine Flasche Rotwein süffeln muss, um ruhig einschlafen zu können. Also was ich damit sagen will, sie alle vereint in irgendeiner Form dieses sehr harte, pushende Element in der Sprache, in der Ausdrucksweise, in der Kunstform. Braucht die politische Bildung vielleicht diese Überspitzung, damit sie irgendwo ankommt? Ja gut, ich denke mal, man muss den Finger irgendwo auf die Wunde legen. Das heißt, um noch Leute erreichen zu können, muss man mit dem Finger drauf zeigen und sagen, guck mal, das läuft schief. Und ich denke mal, in der Kunst kann man auch eher unverschämt und gemein sein, wenn man trotzdem immer noch irgendwo auch lachen kann, auch wenn es weh tut. Politik ist ja eine sehr, sehr große Maschinerie und sehr viel wird schön geredet und so eine ganz fremde Sprache benutzt, damit man, wie du auch gerade gesagt hast, damit man das nicht so deutlich direkt versteht, zumindest nicht der kleine Mann so im Anführungsstrichen. Politik kann verarschen, solange sie will, aber irgendwann ist auch mal das Maß voll und ich denke, dann braucht man auch keine Karikatur mehr, keine Musik mehr und keinen Blogger mehr. Dann wird irgendwann wahrscheinlich wie in Frankreich, dass da irgendwelche kompletten Bezirke auf die Bäume gehen so und ihre Stadtteile barrikadieren vor Polizei und anderen Behörden. So. Und dann, wenn dieser Zustand erreicht ist, wird es für keinen mehr Spaß machen. So. Dann brauchen wir auch nicht mehr hier sitzen und darüber zu reden, weil jetzt kann man noch darüber reden, vielleicht könnte man noch was verändern, aber diese Zuspitzung ist eigentlich, glaube ich, wirklich nur ein Element, so, das man benutzen kann, um sich Gehör zu verschaffen. Also ich würde dem auch zustimmen, also man kann die Kunst nicht mit der, also ersetzen, also die Politik nicht ersetzen mit Kunst, sondern es ist eben halt Statements. Es sind Statements. Es ist sozusagen unser Beruf, darauf hinzuweisen, da wo es schief läuft, auch den Finger drauf zu zeigen. Und das kann die Kunst nur machen. Ja. Gut, dann würde ich an dieser Stelle auch einen Schlusspunkt setzen. Wir haben leider keine Zeit mehr. Wir hätten uns sicherlich noch viel zu erzählen gehabt. Halten wir fest, Kunst bleibt Kunst, muss auch nicht unbedingt politische Bildung betreiben oder Politik ersetzen. Dennoch
Politik muss nicht Politik bleiben und viele Jugendliche würden sich vielleicht auch wünschen, dass Politik ein bisschen anders würde. Insofern ein Appell an die Politik, vielleicht kann sie sich was abgucken von Satire, von Karikatur, von Hip-Hop. Und vielleicht hätten wir alle dann ein bisschen mehr zu lachen. Ich bedanke mich bei allen Gästen. Ich bedanke mich vor allem ganz, ganz herzlich bei den Teilnehmern. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich sage bis zum nächsten Mal im Klappstuhl auf www.duhastdiemacht.de. Vielen Dank.